Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, als das letzte Video auf meinem Kanal erschienen ist. Lag einfach daran, dass ich ein bisschen was um die Ohren hatte, bin zudem umgezogen und habe mir in diesem Zuge ein neues Heimkino bzw. Wohnzimmer-Heimkino eingerichtet. Was ich umgestellt habe, was es Neues gibt, seht ihr jetzt in dem Video. Denkt an den Daumen, Freunde. Legen wir direkt los. Auf geht's. Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. In meinen letzten Videos hatte ich euch mein damaliges Heimkino-Setup, aber auch die Vor- und Nachteile eines Laser-TVs gezeigt, die ich euch hier auch nochmal zusätzlich unten verlinkt habe. Mittlerweile hat sich bei mir ein bisschen was verändert, was ich euch zum einen sehr gerne mal zeigen würde, aber auch, was hier und da die Herausforderungen waren, da mein Wohnzimmer nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hatte. Schreibt also gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was ihr anders gemacht hättet. Denkt aber bitte daran, dass ich selbst relativ neu im Thema Wohnzimmerkino bzw. Heimkino eingestiegen bin und euch hier einfach mal das Setup und meine Eindrücke zeigen möchte. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr zum Heimkino bzw. auch zum Gaming verpassen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, checkt die Playlisten ab, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich freuen. Legen wir jetzt aber los. Starten wir also als erstes mit dem Ton bzw. der Technik. Mittlerweile bin ich von einem kleinen Stereo-System von Nubert auf ein 5.1 System umgestiegen. Als HV-Receiver habe ich mir das Einsteigermodell von Denon zugelegt. Das ist in diesem Fall der Denon AVR X2800H. Meiner Meinung nach für den Preis ein sehr gutes Gerät, welches für mich erstmal alles bietet, was man für den Anfang braucht. Mit diesem Receiver betreibe ich zweimal die Nubox B60 als Standlautsprecher und als Sender benutze ich die Nubox BF10 von Nubert, da dieser sehr flach ist und keine Probleme mit der Projektion des Laser-TVs macht. Als Subwoofer habe ich aktuell noch den NuSub XW800 Slim, der ebenfalls aus dem Hause Nubert stammt. Der Plan war hier eigentlich, diesen unter meinem Sofa zu platzieren, allerdings habe ich bei dem Kauf des Servers nicht wirklich auf die Fußhöhe geachtet, weshalb der Subwoofer bisher hinter dem linken Lautsprecher an der Wand steht. Kommen wir jetzt zu den beiden Rear-Lautsprechern und vor allem, was für mich die Herausforderung war. Leider habe ich hinter der Couch noch viel Raum und konnte somit keine Lautsprecher an die Wand montieren. Zumindest nicht ohne Meter an Kabel oder Kanäle verlegen zu müssen und Ständer wollte ich auch nicht mitten im Raum stehen haben. Deshalb habe ich in diesem Fall etwas improvisiert. Das heißt, ich habe mir zwei kleinere Lautsprecher namens Signature Elite ES10 aus dem Hause Polk Audio geholt und diese einmal hier auf der Fensterbank und auf diesem Kaminabsatz platziert. Das ist sicherlich auch nicht optimal, aber so habe ich die Lautsprecher zumindest nicht am Ohr, da ich doch etwas Abstand zum Sitzplatz erzeugen konnte. Ich weiß, man sagt, dass man immer versuchen sollte, ein System der gleichen Reihe zu kombinieren. Allerdings waren die kleinsten Lautsprecher der Nubert-Reihe zu groß für diesen Platz, den ich hier gewählt habe. Ich muss aber sagen, es funktioniert nach der Einmessung durch Odyssey und nachträgliche Anpassung in der App erstaunlich gut. Angeschlossen habe ich diese beiden Rear-Lautsprecher nicht klassisch mit Kabel bis zum AV-Receiver, sondern habe mal das Funksystem namens RX ReKit aus dem Hause Vocomo getestet. Ich selbst bin damit sehr zufrieden. Es funktioniert einwandfrei, ohne jegliche Aussetzung oder Störungen und ich habe mir zudem einiges an Kabelverlegung gespart. Zu guter Letzt fehlt dann noch die Bildmaschine. Wer meine letzten Videos noch kennt, weiß, dass ich damals ein Laser-TV von der Firma Schick auf einer 120 Zoll Leinwand betrieben habe. Mittlerweile bin ich platzbedingt auf eine 110 Zoll Blackfire Leinwand aus dem Hause Elite Screens umgestiegen, welche wiederum mit einem LG HU915QE bzw. LG Vivo Max befeuert wird. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die nächsten Tage mal ein Video zu dem Laser-TV selbst hochstellen möchte, da es meiner Meinung nach da noch einiges zu sagen oder zu fragen gibt. Okay, ich hoffe, ich habe aktuell nichts vergessen. Jetzt bin ich allerdings auf eure Meinung gespannt, weil es ja doch nicht ganz optimal so ist, wie ich es aufstellen konnte. Auch mit dem Center war nicht ganz so ideal, aber es funktioniert. Hört sich meiner Meinung nach auch gut an. Wie gesagt, ich bin selbst bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr zufrieden und das Filme schauen oder das Serie schauen macht mega Spaß. Aber nochmal gesagt, ich bin kein Profi, wollte aber auf ein gutes Bild und 5.1 Soundsystem nicht verzichten. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare, lasst gerne drüber quatschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.